Weiter geht's durch das riesige Namibia. Und so schön dieses Land auch ist, eine Sache fehlt mir bisher. Ich bin jetzt mittlerweile fast 800 Kilometer durch Namibia gefahren und so wirklich viele große afrikanische Tiere habe ich noch nicht gesehen, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Tiere in Namibia sieht man am besten im Naturpark Etosha-Pfanne im Norden oder auf einer der vielen privaten Tierfarmen des Landes. Diese sogenannten Game Drives sind eingezäunte Gebiete von mehreren hundert Quadratkilometern. Auf Okunjima kümmert man sich besonders um die Erhaltung von Raubkatzen, insbesondere Geparden. Das ist der deutschstämmige Tierarzt Dr. Ulf Tubessing, ein Spezialist für Wildtiere. Wir gehen hin, betäuben die Tiere. Wir müssen die jetzt erstmal finden und dann werden die betäubt, kriegen Sendehalsband drauf und werden dann wieder aufgeweckt. Und also ich bin sozusagen dann heute Assistent eines Tierarztes. Sieht so aus, ja. Dr. Wild. So ganz geheuer ist mir die Sache nicht, aber die Gelegenheit, Dr. Wild bei der Arbeit zu begleiten, ist einfach zu verlockend. Der Mann hat schließlich 30 Jahre Erfahrung mit wilden Geparden. Und dann traue ich meinen Augen nicht. Liegen drei Geparde im Gras. Zwei von ihnen haben noch kein Halsband, mit dem man den Ort der Tiere bestimmen kann. Und Ulf hat auch schon eine Taktik, wie er an sie rankommt. Man macht das immer so, dass in so einer Gruppe hast du immer ein Tier, das dominant ist und quasi aggressiv ist. Und das musst du einmal zuletzt machen. Wenn ja. das dominante Tier zuerst da ist und das rennt weg, dann rennen alle weg. Darten, also mit Pfeilen, werden die Raubkatzen betäubt. Trifft Ulf sie nicht richtig, würden sie in den Busch flüchten. Ich bin fassungslos, mit welcher Ruhe und Genauigkeit er seine Arbeit verrichtet. Doch gefährlich sind diese Tiere immer noch. Die schlimmsten Verletzungen, die habe ich von Geparden. Das ist aber auch die Katze oder das Raubtier, was ich am wenigsten respektiere. Nicht jetzt respektiere im schlechten Sinne, aber vor denen habe ich keine Angst. Ja. Ich habe. Aber was machen die? Ich meine, was haben die gemacht? Haben die dich gekratzt oder? Gekratzt, gebissen. Ich habe einen Heidenrespekt, auch wenn das 30 Kilo Kätzchen gerade schläft. Du bringst ihn auf die Matte, dann kann Maria schon mal anfangen zu behandeln. Ich bringe ihn auf die Matte. Ich meine, die hat alles. Ich habe gerade einen Gepard im Arm. Das ist unfassbar. Und das Team um Dr. Ulf lässt mich bei der Untersuchung der Tiere helfen. Einmal betäubt bekommen sie nicht nur ihr Halsband, sondern werden auch gewogen und mit Zeckenmittel behandelt. Alles, um die Geparden hier in diesem speziellen Programm zu schützen. Ich wollte immer schon mal einem Geparden einen Thermometer in den Hintern schieben. 38,2,3. So, meine Süße, das kannst du auch wieder zurück in den Busch. Zum Aufwachen kommen die Geparden in eine Kiste, damit sie vor anderen Wildtieren geschützt sind. Okay, die schlafen jetzt? Wo die ausgewildert werden wieder, sind eben Leoparden und all solche. Da müssen die fit sein. Da müssen sie schnell rennen können. Ja. Das Fazit meiner Reise, es ist noch viel Deutsches hier zu finden, aber dieses Land hat eine afrikanische Seele und das macht es reizvoll.